Jo Leute, willkommen zu einem Angespielt. Ich habe immer noch keinen Namen für das Format. Mal gucken, wie ich es nennen werde. Erst einmal willkommen zu Not the Robots. Im Endeffekt geht es darum, so wie ich es verstanden habe, dass man ein Roboter ist, der von anderen Robotern gejagt wird und die Aufgabe hat, alle Möbel in einem Gebäude zu fressen. Wie der lustige Vogel schon sagt, this game is a very simple one. Mal gucken, was es kann, werden wir jetzt dann sehen. So, ich klicke mich da mal weiter. However, the game itself levels up instead of the player. The more you play, the less simple it becomes. Okay, das klingt hart. Every level is randomly generated, so if you mess one up, you can never try it again. So please take your time, there's no need to rush. Little Bird. Finde ich cool. Cooles entspannendes Spiel. Das Ganze ist ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Early Access noch ist. Aber ich nehme es an. Ja. Okay. So. Soll das so flackern? Da unten rechts? Bonus. Max Food. These green lights mean you can return to elevator and press space to win. Okay. Bonus. No damage. Hold left shift to save and quit. Okay, und was? Turns invisible as long as you want, but you are not allowed to move. Press left click again to return. Okay, erst einmal fressen wir hier alles weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Okay. Alles weggefuttert. Okay, bleibt der jetzt? Okay, Building 2. Okay. Also es wird nur angespielt. Ich glaube nicht, dass ich da ein längerfristiges Projekt draus machen kann. Oder möchte. This is a Sentry. Do not let Sentries see you. Okay. Okay, der sieht mich ja hier nicht, ne? Oh, ich kann über 100 Leben haben. Gar nicht, dass ich die
Nein, 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 nein. Ich wollte da nicht rein. Okay. So, also meine Unsichtbarkeit, ich glaube, das ist schon so das Geilste, was ich kriegen kann. Kann man irgendwie nachher upgraden und eine zweite Fähigkeit bekommen? Okay, das heißt, ich muss erst genug aufsammeln. Und kann dann erst okay. Finde ich die Fähigkeit kacke. Okay, der hat mich gesehen, das heißt, der bleibt jetzt so in dem Zustand oder was? Nein! Hau ab! Okay, ich habe Damage bekommen, verdammt. So. Man kriegt Upgrades. Das finde ich cool. Okay. Countdown through the sequence. 4. Oh, doppelt invisible. Oh verdammt, da habe ich jetzt glaube ich Schaden bekommen. Ach, hier ist auch einer. Ätzend. So, da komme ich aber drunter durch. So. Hi. Oh, und die sind auch nicht unendlich weit. Die Laser. Zwei haben wir hier. Ich glaube, es gibt ja bestimmt noch coolere Sachen. Aber Blocks gehört da definitiv nicht dazu. Okay, das ist vielleicht das eine oder andere Mal ganz praktisch, denke ich. Aber Moment, hier brauche ich gar nicht. So. Knapp. Und Moment. Jetzt müsste ich alles haben. Floor complete. Erstmal hier. Alles wegsnacken.
5, 4, 3. Ducken. 2. Okay, weil hier komme ich nicht durch. Dann ist das Ding weniger geil, als ich dachte. Okay. So. Verflucht. Weg damit. Und nochmal invisible. Nochmal invisible. Nee. Oh. Ja gut, klar. Ist logisch. Dass das eher nur ein Speedboost ist für wenn ich stehe. So, einmal kurz gucken. Wie viel Food gibt's denn hier noch? Und vor allem, wo gibt's das noch? Da ist auf jeden Fall noch ein Desktop. Ne, ein Monitor. Ist ja kein Desktop. For reaching building 4, you have got an award. Eine neue Option. Okay. What? Das ist doch voll unfair. Das ist voll unfair. Forgot it. Ich fress mich jetzt erstmal hier voll. Nein! Drecksack. Auf zu britzeln hier. Und wir stellen uns mal eben hier hinter. So. Warum stand da jetzt eine Lampe? Können die die wieder herstellen? Die stellen die um. Die stellen die Sachen um. Hier, schon wieder. Kann ich aber auch nutzen. Zack. Verdammt. Nein! Hör auf mit dem Scheiß. Ja, okay, gut. Dann stell den mal um. Nein! 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 Du Drecksack!
Okay. Ich brauche eigentlich nur noch die Sequenz, ne? Also wirklich brauchen. Ego-Sicht. Sonst noch ein Wunsch. Moment, aber ich habe doch maximales. Ich habe doch schon maximales Inventar, oder? Kann man eben auf die 5 sagen. Ich glaube, ein bisschen mehr sneaken ist gar nicht mal so verkehrt. Dass die Möbel umrücken können, ist super nervig. So, zack. Okay. Welche Spiele liebe ich? So, jetzt die Frage. Okay. Das war ein bisschen räudig. So, einmal. Nein! So. Also man lädt, glaube ich, nur auf, wenn man von der Fähigkeit, wo man auch, die man auch aktiv hat. Nee, man lädt alle auf, aber ich vermute mal dann eher, dass die... Kann ich mich dahinter verstecken? Oh, ich kann mich hier hinter verstecken. Das ist gut. Ich glaube, den Spot lasse ich erstmal. So
sowieso noch da hinten. Komme ich denn am sinnvoll? Jetzt wäre Dick zum Beispiel irre praktisch für da hinten. So. Ich würde sagen, den legen wir ab. Nein! Nein! Auf. Blöde Idee. Der sieht mich auf die Distanz! Ficken. Nein. Hau ab. So. Kann ich den eigentlich fressen? Den Block? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, scheiße. Bleibt der jetzt hier drin? Sagen. Okay. Fuck it. Zwei. Das da schlucken. Verdammt. Das war lucky. Der hat mich sofort gesehen, dadurch, dass er rotiert. Wo ist eigentlich der Dritte? Frage beantwortet. Danke. Frage ist beantwortet. Okay. Ich habe noch 69 Leben. So, Floor complete. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Das hat ja nicht lange gedauert. So, Building 5. Da ist Sprint, da ist Invisible. Was? Tagger. Ich sehe nicht, wo die... Haben die keine... Keine Dings hier? Das wäre cool. Nee,
Nee, ich brauch keine Invisible. So, zack. Zack. Und dann einmal. Zack. Okay, einmal hier alles wegsnacken. Und dann einmal hier bitte alles wegsnacken. Okay, der wird nicht gescannt, weil ich habe ja nur 3 Scanner. Was voll ätzend ist. Oh, Moment. Einmal das. So. Ja, mach ruhig hin. Ja, Scanner schaut, was. Okay. Okay, das heißt. Ich würde sagen, wir bauen uns hier hinten mal ein Loch. Schmeißen das dann weg. Use when very close to marked enemy to tag. All marked enemies must be tagged to complete the floor. Okay. Gut, das ist bei den Gelben ist das einfach. Tagged. Zack, zack, zack. Okay. Zack, zack, zack. Ist das Max Food? Nee. Immer noch nicht. Ah, hier steht auch noch was. So. Sagen, ist das jetzt Max Food? Okay. Und wir sind durch. No damage. Yes. Okay. Press Space to begin. Ja, ein bisschen unfair, aber. Nein! Nein! Verdammt! Ah! Okay. Ich brauche den nicht mitnehmen. Den Dings. Den Tagger. So. Und je mehr Scanner, desto besser ist es, würde ich sagen. Desto mehr weiß ich halt, was wo drin ist. So, zack. Einmal das, einmal das. Raum completed. Der kommt nicht so weit. Hier.
hier ist ein bisschen scheiße. Ah, da haben wir den Tagger. Ist das nicht schön? Hier ist der Tagger. Achso, ja, können wir machen. Und... Jo! 18 Stück, ey. Zack. Oh, shit. So, zack. 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 Okay, muss man sogar nur einmal klicken. Zack. Zack. Was? Okay, das könnte lustig werden hier. Und das ist ein blauer. Reicht das, wenn ich hier durch die Wand? Nee, reicht nicht. Schade. Dann wäre es auch zu einfach, glaube ich. Zack. Zwei Stück noch. Und zwar die beiden am Eingang. So. Einmal hier hin. Bescheid. Haben wir hier hin? Taggt. Getaggt. Und wir rennen durch. Einmal den Scanner, Scanner 3. Multiplier. War nicht nochmal irgendwo ein Bonus hier? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Stimmt, ich kann den hier weglegen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bitte sag mir, dass ich den doch irgendwie fressen kann. So, weg damit. So. Ich wusste nicht, dass der Tagger als Block gedroppt wird. So. Oh, wir sind nicht bei Max Food. Okay. Jetzt sind wir bei Max Food. So, und Bitches. Jawohl. Okay. Cool. Ich finde, das Spiel ist lustig. Definitiv. Ja, ja. Aber ich würde sagen... Moment. Ha, okay. Seht ihr mal. Oh, Moment. Jetzt haben wir Operations hier freigeschaltet. Ist schon verstanden. Okay. Cool. Man kann das dann wahrscheinlich später wirklich in der Ego-Sicht spielen. Das könnte dann nochmal dem Ganzen die Krone aufsetzen. Ich werde mal gucken.
Ich spiele es wahrscheinlich privat nochmal so das ein oder andere Mal. Mal gucken, ob ich dann, wenn ich jemals so gut bin, dass ich da die Ego-Sicht freigespielt habe, ob ich das dann nochmal zeige. So an sich minimalistisch, macht aber Spaß auf jeden Fall. 10 Euro ist ein bisschen happig, muss ich ehrlich sagen, für das Spiel. Ist für Gelegenheitsspieler vielleicht eine Überlegung wert. Für einen vielen Spieler wie mich. Nee, ich glaube eher nicht. Das Spiel ist wirklich für Leute, die solche minimalistische Games bevorzugen oder halt für Gelegenheitsspieler. Also da ist das wirklich perfekt. Für jemanden, der sehr, sehr viel Zeit in ein Spiel investieren möchte, glaube ich, hat das Spiel nicht genug. Aber ist auch nicht tragisch, muss es auch nicht. Es ist lustig, zwischendrin mal, wenn ihr die 10 Euro gerade habt, bevor ihr irgendeinen Scheiß kauft, kauft lieber das Spiel. Ist okay, würde ich sagen. Für mich ein bisschen teuer, aber kann jeder für sich selbst entscheiden. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei dem Format, das immer noch keinen Namen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich es nennen soll. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.